Das Ziel ist, die Qualität der Ausbildung von jungen Menschen einfach zu heben, die Begeisterung zu wecken. Das alles geht nur, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, praktische Möglichkeiten auch schafft, dort täglich zu arbeiten und einfach sich vom Nachbar anstecken zu lassen, von der Coolheit, wie das Ganze hier funktioniert. Und das ist einfach das Ziel, Menschen ein Rüstzeug mitzugeben, um heute international bestehen zu können. Es ist vor allem für die Branche, für die Fleischerbranche in Kärnten. Und die Teilnehmer haben die Nutzen, dass sie natürlich eine fungierte Ausbildung bekommen, in welcher Art auch immer, ob es Lehrlinge sind, traditionell noch nur ein duales Ausbildungssystem, wo hier der praktische Unterricht in der Berufsschule stattfindet, oder eben durch Einstiegskurse in die Branche, auch für ältere Semester. Durchaus interessant, weil die Kärntner Fleischer bieten sehr viele Arbeitsplätze in jeder Art und Weise, von der Hilfskraft bis zum Meister. Und es ist eine Branche, von der man doch auch von der Arbeit auch leben kann. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben, möglichst vielen jungen Menschen eine gute Perspektive zu geben. Und da wird eine Reihe von Initiativen bereits gesetzt, zum Beispiel gemeinsam mit dem AMS ist einer der Schwerpunkte die Jugendbeschäftigung. Und da haben wir äußerst gute Zahlen, weitaus besser als der Rest Österreichs im Bereich der Jugendbeschäftigung. Aber insbesondere Ausbildungsstätten wie auch hier das Fleischerkompetenzzentrum sind eine wichtige Maßnahme, um Kompetenz auch in Kärnten zu halten. Ja, die Idee ist eigentlich durch ganz starke Initiativen, also von Raimund Plautz, dem Innungsmeister, und den Leuten aus der Innung vorangetrieben worden. Und natürlich wird diese Ausbildungsstätte hier im Rahmen des WIFIs auch betrieben und gemanagt. Und wir werden gemeinsam schauen, dass wir sehr, sehr interessante Inhalte, also für den Fleischer und den Fleischverkäufer anbieten können. Ja, die heimischen Unternehmer werden von der Wirtschaftskammer und von der Innung unterstützt, um an die Fachkräfte zu kommen und an die Mitarbeiter. Ja, wir haben natürlich heute einerseits geburtenschwache Jahrgänge, andererseits der Drang, in höhere bildende Schulen zu gehen. Und da ist durchaus ein gewisser Wettbewerb mit der dualen Ausbildung entstanden. Aber wir wollen durch Qualität und durch die Perspektive einfach überzeugen. Und die Perspektive auch in die Angleichung des Bachelor mit dem Meister, wo die Durchlässigkeit quasi ein später auch noch eine universitäre Ausbildung zu machen, auf der anderen Seite ein praktisches Handwerk gelernt zu haben. Und hier ist das beste Beispiel dafür. Wir haben ein sehr breit gestreutes Angebote, zum Beispiel Gemeinschaft mit dem AMS, wo es um Berufsorientierung, um den Einstieg in den Beruf geht, wo wir unterschiedliche Angebote haben, wie Beschäftigungsangebote auch für junge Menschen, um im Berufsleben Fuß zu fassen. Das ist ein Teil. Wir fördern in Kärnten im Vergleich zu allen anderen Bundesländern Lehrwerkstätten sehr, sehr stark, damit Betriebe über den eigenen Bedarf hinaus auch jungen Menschen die Chance geben, eine gute Ausbildung zu bekommen. Und für den Bereich der jungen Akademikerinnen und Akademiker haben wir ein Angebot für Unternehmen, dass wir rund 50% der Bruttolohnkosten für das erste Jahr, für die erste Berufsaufnahme in Kärnten fördern. Also wirklich ein Schwerpunkt in allen Maßnahmen, denn wir brauchen die jungen Menschen im Land. Es wäre eine Ressourcenverschwendung, sie ziehen zu lassen. Und ich glaube, die schlimmste Botschaft ist es, wenn man jungen Menschen keine Perspektive gibt. Die jungen Damen und Herren, die in dem Fleischkompetenzzentrum nun ihre Ausbildung finden werden, haben so eine Bandbreite von dem Fleischerlehrling bis zum Fleischsommelier. Ja? Immer männlich und weiblich natürlich, ganz klar, denn gerade bei den Fleischfachverkäufern gibt es ja sehr, sehr viele Damen auch. Es werden Hygienekurse angeboten, es wird natürlich auch Meisterkurse geben, um
den Ausbildungsstand in Österreich zu halten. Und wir werden auch für Caterer einiges anbieten. Es gibt Hygiene- und Qualitätsmanagement und es gibt natürlich auch die ganz klassischen Fleischzerlegekurse.